Auch die Füchse leben im Wandel der Zeiten und wie schnell es im Leben manchmal geht, sieht man am Beispiel von Sven-Sören Christoffersen. Denn der Rückraumshooter entschied sich, dass seine sportliche und berufliche Perspektive aufgrund eines Dreijahresvertrages und eines Anschlussjobs in Hannover liegt. Der erste lose Kontakt zu den Recken besteht seit Smöres Geburtstag Anfang Mai und intensivierte sich in den letzten Tagen. Berlins Nummer 66, die seit 2010 ein fester Bestandteil im Füchse-Team ist, ist in dieser Spielzeit allerdings durch viele Verletzungen zurückgeworfen und wechselt nun mit einem weinenden und einem lachenden Auge von der Spree an die Leine. Na, man hat ja zwei und eins davon lacht und eins weint sicherlich. Also ich kann das schon trennen und weiß, und es war halt einfach auch eine sportliche Entscheidung, ich möchte auch zurück zur Nationalmannschaft. Und ich glaube, man sieht in den letzten Spielen auch wieder, wo der Unterschied liegt, wenn ich fit bin oder wenn ich annähernd fit bin oder wenn ich große Probleme habe. Ich habe in den letzten Spielen durch Verletzung anderer sehr viele Spielanteile gehabt und das ähnelte doch sehr wieder meinem Spiel, das man von mir gewohnt ist. Insofern hätte ich das sicherlich auch gerne weiter bei den Füchsen eingebracht, aber die Personalplanung sieht anders aus und dann gehe ich natürlich auch gerne zu einem Verein, der sehr darauf fokussiert ist, mit mir zusammenzuarbeiten und mir da eine Führungsrolle einräumt, und die möchte ich wahrnehmen. Doch Bob Hanning wäre nicht Bob Hanning, wenn der Füchsemacher nicht noch ein Ass im Ärmel hätte, denn die frei gewordene Planstelle im Rückraum wird geschlossen von einem guten alten Bekannten, Kapitän Ica Romero, der sich von Bob Hanning bei einer guten und durchaus teuren Flasche Rotwein doch noch zum Verschieben des Karriereendes überzeugen ließ. Ich bin sehr zufrieden. War die erste Überraschung war für mich auch, weil war gestern gemacht. So, es war alles gemacht für Gent zurück und jetzt habe ich die Chance für bleiben ein Jahr noch in Berlin in der Füchse. So, für mich ist es super, ist wunderbar. So, ich bin sehr, sehr zufrieden für das. Die Partie gegen den noch abstiegsbedrohten Bergischen HC ist für Markus Richwin eine ganz besondere, weil es nach 8 Jahren, einem Bundesliga-Aufstieg und einem DRB-Pokalsieg seine letzte Heimpartie im Fuchsbau sein wird. Der Treffer zum 4:5 ist im 250. Pflichtspiel sein 618. Tor für die Füchse. Naja, man hat ja immer Träume als Sportler und auch jung und man will ja eine Karriere starten und so, aber natürlich weiß man nie, wie sie läuft. Und es ist natürlich toll gewesen, dass der Verein sich entwickelt hat und ich natürlich nebenbei auch und somit halt auch viele Erfolge feiern konnte und es so zu einer langen Zeit gekommen ist. Und dass es jetzt vorbei ist, ist gut. Darüber wurde viel geredet und ich freue mich einfach jetzt auf was Neues. Einsatz bis an die Grenze leistete auch Sven-Sören Christoffersen in seiner letzten Berliner Heimpartie. Der wurfgewaltige Rückraumakteur bringt sein Team zur Halbzeit auf 3 Tore ran. Dass dies eines der letzten Smöre-Tore sein wird und Ica Romero ein Berliner bleibt, diese Planspiele sind bis dato noch nicht auf die Ränge des Fuchsbaus vorgedrungen. Wünschen würde ich es mir natürlich, guter Mann, aber ich glaube, der hat jetzt seine Jahre erreicht und ich gönne ihm jetzt einen richtig schönen Abschied. Ob jetzt Sven geht, werden wir sehen. Wenn Ica bleiben würde, klar, optimal. Optimal läuft es für die Füchse im zweiten Durchgang nicht. Trotz 4 Treffer von Sven-Sören Christoffersen verliert der stark ersatzgeschwächte Pokalsieger mit 25:26 gegen den Bergischen HC, der sich dadurch den Klassenerhalt sichert. Totale Erleichterung, weil der Druck ja jetzt zum Ende hin schon sehr brutal wurde und gefeiert als die Aufsteiger schlechthin und keine Abstiegsmannschaft und muss natürlich jetzt am Ende nochmal richtig zittern. Der emotionale Ausklang der erfolgreichsten Füchse-Saison in der 123-jährigen Vereinsgeschichte wird eingeleitet durch den Abschied von Markus Richwin. Also auch während dem Spiel denkst du an schöne Spiele zurück, an emotionale Spiele, schwierige Spiele, schlechte Spiele. Es waren einige. Und trotzdem werde ich, glaube ich, das alles positiv in Erinnerung behalten und mich immer wieder glücklich schätzen, dass ich 8 Jahre hier sein durfte. Was war in all der Zeit dein größter Triumph mit den Füchsen? Natürlich jetzt zum Schluss noch einen Pokal zu bekommen. Ja, es gibt viele Leute, die dabei waren. Also ich habe, glaube ich, viele kommen und gehen sehen. Und ich durfte jetzt dabei sein, als wir den ersten Titel geholt haben. Und das ist ein schöner Abschluss auch für mich. 2 gehen, einer bleibt. Am Ende eines emotionalen Abends mit Abschieden und einer großen Überraschung heißt es Danke Markus Richwin, Danke Sven-Sören Christoffersen oder so, wie es Peter Stochel ausdrückt. Na zdravie, Richie. Na zdravie, Smere.